Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist mir eine große Freude, dass ich heute die Möglichkeit habe, noch einmal die Thematik, die bereits in meiner ersten Rede vor 4 Jahren hier im Zentrum der Debatte stand, erneut aufgreifen zu dürfen. Insofern bin ich ja für den Antrag sehr dankbar, und zwar die Gründerszene in Deutschland. Ganz zentral war damals für mich ein Satz, der als zentrale Weg- und Leitmarke gilt, nämlich Wirtschaft braucht Vertrauen. Und das ist insbesondere bei den Gründerinnen und Gründern in unserem Land so. Und liebe Kollegin André, ich muss ganz freiweg sagen, so problematisch sehe ich das Bild nicht. Wir senden permanent Impulse für eine positive Gründerkultur in Deutschland. Und ich muss in dem Zusammenhang auch sagen, dass ich, wenn ich von Gründerkultur im Allgemeinen spreche, nicht nur von der IT-Branche als Ganzes spreche, sondern eben auch von allen, die sich am kreativen und innovativen Schaffensprozess eben in unserem Land beteiligen. Denn die Gründer von heute, und das steht, denke ich, für uns alle fest, sind die Mittelständler von morgen. Deswegen erlauben Sie mir zunächst auch eine generelle Feststellung und auch in diesem Zusammenhang eine Art kleine Bilanz. Wir haben eine lebendige Gründerszene in Deutschland. Nicht nur in größeren Städten, aber gerade dort. Und wenn ich jetzt beispielsweise auch an Berlin denke, und in der Gründerszene wird Berlin in einem Atemzug mit San Francisco und Tel Aviv genannt, dann ist das eine positive Sache. Die Szene hat sich in Deutschland eindrucksvoll entwickelt, und das in einem Zusammenhang eben auch, dass es eben der Wirtschaft selbst gelungen ist, im traditionellen Mittelstand und mit Investoren vernetzt ein Zusammenkommen zu geben. Die zentrale Frage, die sie stellt, ist allerdings, was braucht eine Gründerszene, um funktionieren zu können? Und da sind es zum einen die kreativen Köpfe, zum anderen zweifelsohne die Bereitstellung von Kapitalien und drittens die gründungsfreundliche Rahmenbedingung. Und da muss ich sagen, dann muss man eines noch hinzuziehen. Man muss die Frage stellen, nämlich Gründung alleine ist kein Ausdruck darüber, wie nachhaltig die ganze Sache ist. Denn es braucht eben eine nachhaltige Gründungsszene in Deutschland. Und was können wir eben tun, um diese Nachhaltigkeit gemeinsam voranzubringen? Da tun wir eine ganze Menge. Wenn ich beispielsweise bereits in diesem Zusammenhang noch einmal darauf verweisen darf, dass die digitale Bildung, das Unternehmertum vorangestellt wurde, beispielsweise mit einem 5-Milliarden-Invest in die digitale Infrastruktur von Grund- bis Berufsschulen bundesweit, Breitbandanschlüsse, WLAN sowie Hard- und Software. Im Gegenzug sind die Länder gefordert, die Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrern mit den digitalen Kompetenzen voranzubringen. Zweiter Stichpunkt: Kapitalbedarf. Und da knüpfe ich auch an den Punkt an, den wir gerne auch diskutieren können. Allen Unkenrufenden trotz, hier besteht ein breites Angebot. Und das, obwohl traditionell betrachtet zweifelsohne das Wagniskapital in Deutschland wie beispielsweise in anglikanischen Räumen nicht so sehr verankert ist. Aber wir haben beispielsweise der KfW Co-Investment vor Koparien auf den Weg gebracht, der 2016 gestartet ist, der Mikro-Mezzanin-Fonds oder der Hightech-Gründerfonds. Der Blick auf den Markt zeigt, dass für Unternehmen unmittelbar zur Gründung ausreichende Kapitalen oftmals bereitstehen. Viel problematischer wird es aber dann auch, wenn die Wachstumsphase entsprechend voranschreitet, wo wir zweifelsohne noch entsprechend mit Nachdruck arbeiten müssen. Es gehört grundsätzlich aber auch ein zweites hinzu, und zwar das allgemeine Bewusstsein, sich in den Mittelpunkt zu rücken, dass es eben auch ein mögliches Scheitern gibt, was am Tagesende zweifelsohne der Fall sein kann. Und hier ist auch eine Kultur im Zusammenhang mit einzubringen, dass eben der richtige Umgang auch damit etwas ist, was wir in solchen Debatten in den Vordergrund stecken sollen. Deswegen muss ich eines im Zusammenhang mit der ganzen Thematik feststellen. Gründungskultur lässt sich nicht einfach per Antrag verordnen. Gründungskultur braucht positive Impulse permanent. Und das haben wir in dieser Legislaturperiode als starker Partner des bisherigen, aber eben auch des neuen Mittelstands getan. Und dafür trägt eben diese Koalition auch mit ihrer Arbeit Rechnung, und zweifelsohne auch perspektivisch, wenn ich auch in die Zukunft gerichtet schaue, auch die Koalitionsverträge beispielsweise in Nordrhein-Westfalen und auch in Schleswig-Holstein tragen diese Rechnung. Und insofern möchte ich sagen, ich sehe das Bild nicht so problematisch. Wir haben einen Großteil an Impulsen gebracht. Ich freue mich auf eine weitere intensive Debatte, aber ich sehe eines nicht. Zukunft braucht Vertrauen.
und Wirtschaft braucht Vertrauen und wir vertrauen und wir sind eben Partner, wenn es darum geht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, meine Kollegen. Bevor ich die Debatte fortsetze, möchte ich Ihnen